Huh? One of those. Oh. Ach, was killen wir denn heute? Werde ich schon verfolgt. Jetzt werde ich schon verfolgt. Okay, hier muss ich wahrscheinlich wieder gucken. Eigentlich spiele ich lieber damit. Muss ich mal kurz gehen, Moment. So. Oh, doch lang. Zusätzlich BGs an. Ah. 5-0, da bin ich mal gespannt. Wenn das Ding nur stärker wäre. Wenn das so viel heilen würde wie ein Lichtblitz, das wäre eigentlich super. Hallöchen! Wenn Fragen oder irgendwas sein soll, ab damit in den Chat. Bei Gelegenheit lese ich und antworte ich natürlich. Le Marge. Das ist ein Arcan. Ein Feuermage. Uff, was gebe ich denn dem? 3. Ja, ich nehme mir die 5. Jetzt gab sie hier. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall brauchen. Das bricht Schieb eher. Ich das hier. Das hier. Boah, da kann ich ja der Bewegung nicht möglich. Schöne Bewegung, die ich da gemacht habe. Ey, sag mal, dieser Damage ist ja so lächerlich. Nicht mal lang war. Und an dich. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Ja, natürlich. Schon wieder. Oh, okay. Und ja, ich habe absichtlich den göttlichen Sturm die ganze Zeit gemacht. Was am sinnvollsten ist für den Heal. Ja, es ist wichtig. Diese 2% oder was auch immer werden unterschätzt, zumal mein Mitspieler eh mehr Heal kriegt als ich. Wenn er in der Nähe ist. Weil der Damage ist irgendwie komisch. Noch immer. Der hat Schaden gemacht. Feuer geentzündet. Ich muss mich echt reinfinden.
muss öfter spielen. In der Weisheit. 2%. 10 auf. Cool. Na, 3%. Na komm schon, hopp. Inf. Mit Wings war das, glaube ich. Schau mal, was der DK hier für einen Schaden gemacht hat. Der hat ja übel Schaden gemacht. Das ist fast 10 Millionen. Ach ja, doch, das eine Schwert könnte ich mobben. Ich hoffe, ich bin übrigens laut genug. Das da. Schade, dass es so krumm ist. Das könnte gerade sein, dann sähe das viel schöner aus. Hab ich da nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Ne, das Schwert haben wir, es reicht. Das muss reichen. Und heil, aber da kommt noch ein dritter dazu gleich. Also ein Dreier. Oder haben sie da jetzt was geändert? Der braucht dann eigentlich eher das hier. Eigentlich das hier. Da hat er nicht umgespeckt. Hä, der hat Energie. Ah, jetzt, ja, wollte gerade sagen. Stimmt was nicht. Ah, nee, halt. Ja. Ach, jetzt wollte ich eigentlich. Ja. Egal, ach, jetzt habe ich schon nach Talente gar nicht geguckt. Gut, okay. Eifer habe ich noch dran. Den da. Guck mal. Fuck. Scheiß Ding hier noch an. Ja, natürlich. Oh, ja, fick dich doch. Ey, was ist denn das für ein Schaden? Gut, jetzt war ich eh durcheinander. Aber gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Tank? Das ist ein Tank, lol. Aber der hat so seine Probleme. Als Team machen. Scheiß drauf. Was der heilt? Ey, Blizzard, was macht ihr? Warum kann der sich so heilen? Was macht der DK für einen Schaden vor allem? Oh, BG, noch besser. Oh, cool. Ja, okay, gut. Ja, ich habe einfach lange nicht gespielt. Gut, das brauchen wir natürlich nur uns selber. Das ist die Aura von einem Heiler. Was macht die denn? Erlittener Schaden um 2% verringert. Okay, was skillen wir hier? Das hier? Soll ich das skillen oder soll ich nicht skillen? Ich lasse es mal drin. Das Ding ist so nutzlos. Das ist eigentlich auch nutzlos. Ich gar nicht. Lass ich mal so. Tja. Jetzt habe ich. Greater Judgment, genau.
Boah, kostet nicht viel Display, Mann. Oh, schon. Puh! Hier geblieben, Freund. Jetzt hat keiner hinlieb bekommen. Scheiße. Wollte ich eigentlich nicht. Bisschen inline. Den heilen wir mal mit. Und uns selber auch. Sprinthammer. Sind das hier alle wert? Hä? Was ist denn das? Leck mich doch mal am Ärmel, was soll denn der Quatsch hier? Leck mich, mein Freund. Leck mich. Da, schöner Heal über Lumineszenz, ich liebe es. Stück Scheißvieh. Ach, das ist ein Decay wieder. Klar, der läuft mir jetzt weg. Off. Natürlich. Was ist denn, was sind denn das für Dots? Das ist ja übel. Jetzt was oder nicht? Oh, danke für den Heal. Arschloch. Spago, bleibst du gefälligst hier? Xer. Und. Lumineszenz ist so geil. Ich liebe es. Ah, ich liebe es einfach. So ein Quatsch hier. Doppelseuche. Was Bescheuertes. Jetzt kriegst du es doppelt ab. Man kann dich nicht killen. Aber wir können dich töten. Oha! Nein, töten haben wir gesagt, Freund. Machen wir uns mal, da heilen wir die mit. Yep. 76k. 1380 kritisch ist natürlich sehr viel bei. Wie viel hat der? 2 Millionen? Wieso hat der so viel Life? Wieso hat ein D-Demonk mehr Life als ich? Das gibt's doch gar nicht. Das ist wieder bescheuert. Warum hat der so viel Life? Mit welch einer Begründung? Ich will antworten, Blizzard. Du bleibst hier. Hier geblieben. Was war das? Gar nicht gesehen. Ich hab zwar gesehen, dass er was macht. Was hat denn der. Wie hat denn der den Chaos durchgebracht? Okay. Och, jetzt ist schon wieder SDM. Was soll denn der Quatsch? Och, das wird langsam dämlich. Hm. Mann, Blizzard. Jedes Mal kommt irgendwas Neues dazu, was lächerlich ist. Das ist ein Frostbite.
30% verringert, 20% gebufft, also minus 10, gut. So kann ich mit leben. Target. Hämmt er hier Suit of Corruption rein. WOG ist wieder buggy. Kostet keine HP. Ja, einfach mit so einem Vollgeheult. Blizzard, leck mich am Arsch. Hier. Ich bin da so raus. Das ist echt schlimm. Aber ich bin der Top-Heiler. Okay, verloren. War ja klar. Schlimm, schlimm mit mir heute. Ganz schlimm. Linker und BG, was haben wir da jetzt bekommen? 50 Artefakt-Power, man braucht ja auch Hunderttausende. Und 46 Gold, die sind wichtig. Apropos Gold, ich muss noch reparieren. oh, BG, cool. Erstmal retten. Zack. Ach, dann halt da, so. Oh, Hallöchen. Ach, ich hab ja ganz vergessen. 3 und 3 stimmt ja nicht, Entschuldigung. So, den Titel angepasst. Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Das habe ich total vergessen. War keine Absicht. Weil 3er ist im Moment nicht. Was hier oder das hier? Komm mal, probier mal. Aui. Schon war hier da hinten. So weit weg. Das war so. Versuchen wir es mal damit. Dinger hat wieder genervt. Irgendwas Unwichtiges wahrscheinlich. Sag ich doch. So, was haben wir jetzt? AOE. Schade, dass die Weihe nicht heilt. Das wäre so schön. Weggemacht? Ich glaube schon.
Lol. Oh, wieso ist das denn schon wieder weg? Oh Mann. Das nervt so. So, das muss ich ja wegklicken. Jetzt habe ich ja keine Rohrklammer mehr. Hier geblieben. Okay, könnte ich der Hammer macht. Bleibt es hier. Boah, natürlich schon wieder voll rein. Keine Chance. Ja, ich gucke immer mal hier drauf, einfach um zu wissen, wie das läuft. Also nicht wundern. Muss hier ausprobieren. Boah, einfach 179.000er Crit. Echt. Ordentlich. Aber mal wieder sieht die Case oben, also sorry. 4 die Case oben. Ah, jetzt fehlt Könige. Hey, sorry. Ich kapiere das manchmal. Ich bin kein Programmierer, aber wieso wird es denn schlimmer, je mehr drin ist? Da war einfach. Ihr Spastis. Sorry. Fu, Alter, fu. Ja, lol. Wieso auf einmal zu viert kommen? Feiges Dreckspack. So ein feiges Dreckspack, aber ist lustig. Nicht viel Damage, aber so viel, also. Pff. Ordentlich. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlt natürlich der da. Hier ganz lustig, ja. Gut gegen Meere sowieso. Könnte im Ebbe gegen als funny werden. Uni. Und danach wieder Skirmish machen. Oh, stimmt, den Strand. PUBG-Erfolg habe ich die Tage auch gemacht. Die ersten drei, ich überlege gerade, mir fehlen noch so ziemlich alle Erfolge aus alles was nach Kata kam, bei den BGs und dann hätte ich Khan sogar, aber ey, das dauert. Vor allem Zwillingsgipfel, da die neuen Flaggen zurückbringen, wenn der Gegner keine Flagge holt, kannst du es vergessen. Das muss man definitiv in der Gruppe machen. Der Gegner muss die ganze Zeit die Flagge holen, also das ist eigentlich ein Ding der Möglichkeit. Achso, ich habe ja gar keine Standart. Hehe. Warum kann dieses Schwert nicht gerade sein? Sieht so gut, das sieht cool aus. Warum ist das so eine schöne gerade Klinge? Warum muss das so, bescheuert geschwungen sein? Das sieht doch da nichts aus. Sorry. Mensch, Blizzard. Wofür zahle ich 13 Euro? Oh, natürlich. Oho, du spinnst wohl. Oh, was ist dann hier? Also der Misch krieg ich ja irgendwie nur. Ich krieg zwar E-Schaden raus, aber töten tue ich da. Hab ich überhaupt jemanden? Zwei, wo hab ich die? Wo hab ich die her? Krieg ich ja niemanden tot oder so. Puh. Was fehlt jetzt? Oh, ey, das ist doch zum Kotzen. Das Ende mal Spaß, aber gucken, wo die anderen Palis da stehen. Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Was? Willst du mich verarschen? Das scheiß Katapult hat mich umgebracht.
Das wusste ich jetzt auch nicht, dass es die so übel Schaden macht. Das brauchen wir ja gar nicht angreifen. Also, lol. Ey, fick dich mal. Ja, natürlich. Oh, ey, das ist doch, das ist ja wirklich lächerlich. Hier geblieben, genau. Jetzt halte ich mal hier. Und kriegt der Heal? Yeah, 75k. Oh, du bist jetzt so geil. Ziel ist heftig. Das Ding tut richtig weh. Red Car. Ist fast minimal schwächer als Judgment. Leder. Also, dass Leute sterben, das braucht man wirklich. Das ist echt hart. Das ist echt hart, dass man sowas braucht. Ist, der Buff eben. Also wenn ein Ziel stirbt, mache ich 20 Sekunden lang 20% mehr Damage und krieg 30% weniger Schaden. So. Okay, die haben irgendwie nichts gerissen. Der hat nichts gerissen, der auch nicht. Der war schon deutlich stärker. aber... Das ist AOE. Ich weiß gar nicht, wie ich Single-Tage so viel Damage machen soll. Also Seal ist definitiv eine Option. Weihe fand ich jetzt... Okay, ich habe es auch nicht so richtig gesetzt. Deswegen ist Weihe irgendwo hier unten. Aber Weihe ist, glaube ich, keine Option. Dann lieber hier. Deckeltische Hammer ist ganz nett. Nicht gedacht. Okay, da habe ich irgendwas Sinnloses gedamaged. Sagte Heilung. Okay, Wort der Herrlichkeit. Da habe ich alle möglichen Leute getroffen. Ah. Segen der König, ja. Ein Löschsturm. So, und jetzt mal auf mir alleine. Der Helligkeit, ja. 150. 6. Oh, der hat wahrscheinlich mehrmals was abbekommen. Eieiei. Hier, anmelden. Was habe ich jetzt angemeldet? Arenen. BG. Wie gehen Arenen jetzt gar nicht aus? Ganz komisch. Müssten eigentlich aufgehen. Hallöchen! So, und die hatte ich jetzt. Nee, gerappt hatte ich, gell? Ach, warte mal. Ach, ich habe hier wieder. Gut, die Artefakt Power, die bringt mir ja nichts mehr. Also eine Kiste drin. Wieder Gold. Ganz wichtig. Die Items, die bringen ja alle nichts für PvP, weil das wird ja auch skaliert. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Stats hier letztendlich rauskommen. Muss ich mal gucken. Was habe ich jetzt hier? 3.000. Achso, das ist ja. Feste Werte sehe ich ja jetzt erst. Oh, Arena. Arena. Was haben wir hier? 5.010. 5.010, 5.010, 1.002. Oh, dann scheint die billig zu sein. Nee, doch nicht. Er kriegt die 5, nein, die 4. Ja, komm, nimm beides. Komm. Was soll's? Die sind eh beide zusammen. Dann nehme ich das hier. Das bleibt. Den nehme ich mit. Ist stärker als ich dachte. Gut, der Trüffel die ganze Zeit 2. Wenn er natürlich ein Schieb neben dran war, ist blöd. Das lasse ich lieber. Ja, nehmen wir den mit. Werden sterben.
scheiße, jetzt. Oh Gott, wie bescheuert ich doch bin. Oh Mann, das darf man keinem erzählen. Das darf man keinem erzählen. Was hat denn der wieder überhaupt reingezimmert so die Zeit? Königsmord. Das klingt schon fies. Ja, das waren eher so kleinere Zeiten. Okay, der Warrior ist echt schlecht. Der hat ja nur ins Gesicht bekommen. Göttlicher Hammer die ganze Zeit. Ich habe gar keinen Damage gemacht. Der Mage hat den AWG gedrückt. Puh. Not bad. Und der Rogue verreckt wahrscheinlich nicht. Kann er sich halt dass ich gegen den nicht wirklich. Ach komm, aber nochmal. War ganz lustig. Yeah! Ist das alleine drin oder nicht? Was ist denn das? Ein DK. Komm, dann kriegst du das hier. Und den Rest brauche ich mir. Du wirst wahrscheinlich eh nicht verrecken, wenn du es richtig machst. Was haben wir als Gegner? Zwei Monks. Cool. Da lasse ich das so wieder drin. Weiter will ich das hier mit scalen. Tauschen wir wieder. Das ist gegen die Monks wahrscheinlich besser. Im Karma müsste das eigentlich lustig sein. Das muss ich mal probieren. Wie sieht das gegen Karma aus? Nee, es ist ja Nahkampf. Das ist eine verrückte. Wirklich ein Nahkampf an. Die Karma ist ja nicht physisch, aber egal. Die Fists sind physisch. Die tun ja schon weh. Was sind denn? So, haben die so viel Life? Nur gekeitet. Ja genau, nochmal, als er damit. War ganz lustig. Was hat jetzt am meisten gemacht? Ein Storm und dann Eifer. Eifer tut dir richtig weh. Hallo, 200k hier fast? Puh. Da mal 43 Hits. Nicht schlecht. Eifer und Eifer, überhaupt kein Treffer, okay. Was die beiden? 2,5 Millionen. Gut, das ist glaube ich Karma, ja. Ist ja absurd. Da. Oh. Okay. Kriegst du die 3? Ich nehme das hier. Okay, bringt das wahrscheinlich nichts. Great Judgment. Einen Richtspruch mitnehmen. Das lasse ich mal drin. Den Rogue wahrscheinlich nicht. Das sowieso. Ich habe den Stunt drin. Versuchen wir es mal auf die Tour. Eigentlich müssten wir jetzt vor, ne? Gut, der Match geht jetzt auch unsichtbar. Haben wir Zap schon mal? Zap. Nix.
Das war nichts. Wo hab ich denn Damage gemacht? Wo hab ich denn Schaden gemacht? Hä? Womit hab ich den riesen Schaden gemacht? Es sind 3,5 Millionen Schaden. Wo hab ich den gemacht? Okay. Kapier ich dich. Das ist also echt. Also, manchmal weiß ich echt nicht, wo der Damage herkommt. Ja, offline natürlich, klar. Geh einfach offline. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich den Schaden gemacht habe. Das ist immer noch ein bisschen schwierig, keine Ahnung. Aber gut, ich bin zu selten im Moment. Und weiß in vielen Situationen einfach gar nicht, wie ich reagieren soll. Hier, da. Nicht, dass ich wieder mit gelb-roter Rüstung in der Arena stehe, weil ich nicht aufgepasst habe. Nein, das kann man nicht verkaufen. Weil ich nicht aufgepasst habe. Was ist eigentlich? Hiermit, da kommt man nicht dran. Was haben die damit vor? Das ist ja was, was irgendwie nicht frei ist. Da kommt man ja nicht ran. Die Dinger bringen ja eh nix. Für PvP. Verstehe ich auch nicht, warum sie alle hier so ziemlich alles deaktivieren. Ich meine, aufgrund der Balance her kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass sie halt ja mehr oder weniger deaktivieren mit festen Stat-Templates und so weiter. Aber mittlerweile geht ja gar nichts mehr. Das ist dann irgendwie, weiß nicht. Jetzt lässt beides auf sich zu warten. Gibt es irgendwie Fragen? Wenn ja, ab in den Chat damit. Bei Gelegenheit gehe ich natürlich immer drauf ein. Tja, ist denn überhaupt groß was hier online? Oh, nee. Na doch, über 5 Schleusen genug da. Sind genug da? Tja, gut, da müssen wir halt warten. Dass sich keiner anmeldet. Eigentlich will ich ja, am liebsten will ich ja eigentlich so spielen. Aber das funktioniert irgendwie nicht so. Das finde ich irgendwie blöd. Ich könnte ja wieder hier mitspielen. Das ist auch so geil. Das haben sie gebufft. Das haben sie so gebufft, dass es 100% Schaden macht. 100% beim Gegner. Hallöchen an die beiden Neuen. Oh, ein Koreaner. Ein Tank Warrior. Aber keine Gegner. Was braucht denn der? Guck mal, wie das da. Der stirbt ja eh nicht. Weißt du was? Mit. A Single Target, ja. Ah, ich greife ihn nur damit an. So, ich kann nochmal richten. Die habe ich jetzt drin, genau. Und der Rest zwei denn gleich. Ach schön, das sind 3. Prima. Triple DPS. Was? Wieso lebt der? Gut, ich habe jetzt noch die Pappe. Ich wollte jetzt einfach Spaß haben probieren. Wieso lebt der noch? 180k! So wenig? Okay, gut. Wir haben doch. Ah, was soll's. Aktuell am stärksten. Ja, aktuell am stärksten sind generell eigentlich Tanks. Wobei, ich habe jetzt selber eine Weile nicht mehr gespielt. Vieles ist eigentlich stark. Also, du hast. Im Moment sind zum Beispiel die Case ganz stark. So im Prinzip wie jetzt auch, wenn sie lang genug im Zerg sind. Also, ich muss ja neu anmelden. Arena. Die in der Sonne schwach, ist schwierig zu sagen im Moment. Viele sind irgendwo stark.
Caster haben aber. Caster haben oft noch die Arschkarte gezogen. Muss ich gerade überlegen. Also Prot Pally ist immer weiter noch stark. Prot Worry ist stark. Plot DK ist auch alles andere als schwach. Weil den kannst du nicht so einfach töten, da halt so ziemlich alles gegen. Penny drückt dich um. Prot Worry drückt dich auch um. Ja, es gibt ja. Wir die Tage gesehen, Swifty Makro hier. 2 Mille. Nice. Also, das gibt eine. Was heißt das mit dem Stärksten ist halt in der Beta so eine Frage. Also, klar, man hat irgendwo Tendenzen, aber es wird ja immer noch viel gemacht. Man, der Red hat jetzt Nerfs bekommen. Und dafür. Also, das ist sowieso komisch. Viele haben Nerfs bekommen, aber dieser Trade, der ist. Also, es existiert irgendwie bei allen. Bei den DDs macht er meistens mehr Schaden. Beim. Prot Pally war es, glaube ich, so, der erhöht die Rüstung. Das hat irgendwie jeder. Das kann aber keiner irgendwie, da kann jetzt keiner Punkte reinverteilen, weil es zu teuer ist und man kriegt ja keine Punkte hier. Also auf dem PvP-Ramp. Auf dem Level-Ramp braucht man es gar nicht probieren, so viel kann man gar nicht farmen. Und das wurde aber gebufft. Also man fängt mit 5% an und kann das irgendwie auf 14,5% hochpushen. Also den Gesamtschaden. Dadurch wird das scheinbar ausgeglichen. Keiner, ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Ja, kein Ding. Also, wie gesagt, du müsstest High-Rated-Leute fragen, die regelmäßig spielen, also die regelmäßig Beta spielen, probieren und so weiter. Die können dir da wahrscheinlich eher eine Tendenz aussagen, weil die ja einfach auch die Gegner besser kennen als ich. Mir ist halt jetzt auch die paar Male, die ich jetzt die letzten paar Mal gespielt habe, also sowohl Stream, also sowohl im Stream als auch Offscreen, ist mir aufgefallen, die DKs können ordentlich reinhauen. WW-Mungs machen auch ordentlich Damage und die können auch eigentlich ganz gut überleben. Oder zum Beispiel der Demon Hunter, wenn er es richtig macht, kann er immer noch Gruppen richtig dezimieren. Ich glaube, der hat auch nochmal einen Buff bekommen. Oh, ein BG, einen kleinen Buff bekommen für Defensive. Ich muss da nochmal durchgucken. Ich überfliege das erstmal und gehe nachher das erst alles durch. Aber ich merke irgendwie schon, so wie ich es gern spielen würde, oder wie ich es gern spielen will, funktioniert es nicht so ganz. Naja gut, muss ich mit leben. Aber vielleicht kommen ja da noch diverse Änderungen von Blizzard. Also wie jetzt in dem Fall der Retri gesehen wird, das ist, der Retri ist offiziell, soll ein Support-Damage-Dealer sein. Das Lustige ist, das ist er in DNC, das ist er theoretisch ja, oder vielleicht zur Hälfte. Aber nicht so wie es, also, ne? Der Prot Pally zum Beispiel kann das viel besser. Er kann viel besser supporten, er kann auch besser healen, weil der Off-Heal wurde schön genannt. Das Einzige, was soweit stimmt, ist mit dem Counter. Man kann wirklich diverse Dinge countern. Beziehungsweise, ja, was heißt countern? Ja, doch, kommt schon hin. Also man kann zum Beispiel mit dem hier reinen Herzens, immer wenn ihr oder Verbündete innerhalb von 10 Metern durch irgendeine Quelle Heilung erhaltet, werden alle sofort von sämtlichen Krankheiten und Giften geheilt. So, das ist gegen Unholy DK oder einen entsprechenden Rogue, ist das natürlich super. Also, oder wenn man zum Beispiel im RBG ist, ist wahrscheinlich Lumineszenz genauso praktisch. Immer wenn ihr durch irgendeine Quelle geheilt werdet, werden alle Verbündeten innerhalb von 10 Metern um 30% dieses Betrages geheilt. Das ist genauso genial. Also, von daher. Gut, genauso hier Aura der Rache, ne? Wenn jemand, immer wenn Verbündete innerhalb von 40 Metern mit einem vollständigen Kontrollverlusteffekt blind werden, werden euer Heiligschaden und eure kritische Trefferchance 6 Sekunden lang um 3% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar, also 15% mehr Damage und mehr Crit. Nimmt man mit, vor allem im RBG zum Beispiel wird ja dauernd CC, das heißt, das Ding ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie hochgesteckt. Aber das haben sie genervt. Das waren mal 10 Sekunden und es waren 10 Stacks und man konnte es auf 30% stacken. Also das haben sie eigentlich genervt gehabt. Also eigentlich haben sie es genervt. Ach, jetzt habe ich mir gar keine Buffs gegeben. Aber es geht ja offen. Out of Combat geht das ja alles noch. Das ist auch eine geile Sache. Infight kann man nicht mehr buffen. Weil die Palas gemeckert haben, weil es ja dann ständig gewechselt werden muss. Je nachdem, wer Burst bereit hat. Und man dann zum Beispiel irgendeine Macht halt neu verteilen muss.
Und da haben sie es dann gelockt, dass das Infight gar nicht geht. Und wenn man am Bossfight ist, ja klar, ist man immer im Fight, bis der Boss down ist. Ach, dann gehen wir doch gleich mal auf die 12. Dann. Ich höre mich mal lieber. Wahrscheinlich nicht gleich ein Inline. Der kommt mir bekannt vor. Wahrscheinlich kenne ich ihn nicht. Ich würde dich sterben. War klar. Okay, ich hab mich ja selber gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wo hab ich den ganzen Heal denn her? Ich glaube, ein Urteil rausgehauen. Alles Tempest rausgehauen? Eigentlich schon, oder? So, wo ist der FC? Da hinten wird er rauskommen, ja. Okay, gut, die. Das PG wird wahrscheinlich rein Gezerge, was wir verlieren. Wird die wenigstens die Leute zusammenhalten. Oh, hallo Mage. Was willst du mir klauen? Oh, jetzt bin ich schon wieder auf die Fresse ohne Hände. Das ist doch wieder. Ey, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Warum kriege ich immer auf die Fresse? Mann, Mann, Mann. Ich hab doch ein Urteil gemacht, oder? Oh, scheiß Bug da. Wo sind sie? Oh, die Flagge haben sie abgefahren. Schön. Hier Instant da gedrückt. Ach, bleib hier. Jetzt haben wir dich. Komm runter. Warten. Tschüss. Bleiben wir nicht mal hoch. Vielleicht will ich den Healmeter pushen. Naja, gut, okay. Ich war selber schuld. Echt nicht, wie man dann nachher spielen soll. Alles ist irgendwie blöd und gut und schlecht und wenn der Pally von denen hin. Der ist da. Kriegt ja noch weniger zustande. Ach du Scheiße. Selbst im Zäh kriegt der nichts zustande. Da habe ich halt mal so das Gefühl, ich rein vom Schaden her bin ich ja echt gut. Jetzt. Du hast hier ziemlich einfach durch. Mach doch, was du willst. Jetzt habe ich schon wieder einen Buff weniger. Schön, Blizzard. Alter. Okay. Solche Ausbruch. Auch wieder alles Passivschaden. Es fehlt und der fehlt.
scheiß Decay. Genau das ist halt, was gerade wieder so ziemlich ankotzt. Ey! Ich... Nee. Och. Das ist doch echt nicht wahr. Jetzt fehlt mir schon wieder was. Gehabt. Ich bin... Hallöchen an die beiden Neuen. Gerade etwas frustrierend, wenn man hier abgefahren wird. Der scheiß Schami, da ist er. Nur was will man machen? Da ist schon wieder, also... Oh, ah, er ist down. Ey, das hab ich überhaupt nicht. Boah, jetzt drückt es. Jetzt. Wieso? Also, Entschuldigung, gerade ist echt zum Kotzen. Tut mir echt leid. Nein, Charmy. Du heilst hier nicht wieder rum, wie du willst. Nein, du wirst langsam gemacht. Du bleibst auch langsam. Du stirbst auch jetzt. Genau. Ey, Blizzard, mach doch mal den Krempel günstiger. Das ist doch Quatsch. Jetzt muss ich den Schild mal wirklich als Schild benutzen. Arsch. So. Selber heilen. Teile ich nämlich alle mit. Ich liebe gute Essenz. Zum haben sie die Flag. Wo ist die Flag? Okay, der ist gleich durch. Aber verloren. Thanks, Blizzard. Oh, hast du nicht klauen können. Natürlich, ey. Ja, PTR kannst du nicht für ernst nehmen. PTR ist zukünftiges Low-Level, da ist nichts balanced. Nee, der... Du darfst nicht vergessen, ich spiele alles andere als Super im Moment, weil ich einfach zu lange raus bin. Ich habe wochenlang nicht mehr gespielt. Ich habe die Änderung zwar gesehen, aber ich habe nur probiert gehabt. Ich habe nach bestimmten Bugs geguckt gehabt und das war's. Weil, es ist zu viel außer Rand und Band gewesen. Also Tanks haben mich aber weggezimmert und so weiter. Und das, da habe ich... Du hast immer die gleichen als Gegner gehabt, nämlich Tanks. Und dann hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Heiler waren so schwach, bis auf Pally und Priest war es, glaube ich, dass das einfach lächerlich war. Und da dann groß rumzutesten, weiß ich nicht, was für uns. Da hat es für mich keinen Sinn ergeben. Und deswegen habe ich es gelassen. Also das nicht so für bare Münze nehmen. Kann ich so überleben? Nö, natürlich nicht. Da kam der Lock und tot. Der ist eigentlich, der ist schon ganz in Ordnung, aber es fehlen halt so einfach Dinge. Das Problem ist, die Definition, die Blizzard für den Retri hat, ein Support-Damage-Dealer, ist ja schön und gut, aber er erfüllt sie eigentlich kaum. Er erfüllt sie nur zum Teil und für sich selber hast du nur bedingt was. Es ist halt schwierig, weil...
Du kannst dich einfach nicht. Das Problem ist, du kannst dich oft einfach nicht bewegen. Du siehst, ich komme ja nicht mal weg. Selbst wenn ich mit 20% Speed rumlaufe, komme ich nicht von den Gegnern weg. Die Vine Steed, sag ich dir ganz ehrlich, finde ich total bescheuert. Der CD ist es nicht wert. Da habe ich lieber den Sprint. Weil dann kann ich nämlich von einem Krieger zum Beispiel weglaufen. Wenn der Krieger nicht. Der kommt ja nicht immer hinterher. Ja, der kann springen und so weiter, aber auch nicht immer. Irgendwann hat er es mal auf CD. So, guck, der Pally ist jetzt geslowt, jetzt stirbt er nämlich. So, jetzt hat ihm das Divine Seed nichts gemacht, jetzt hat er 45 Sekunden für CD und kann in der Zeit nichts machen. So, jetzt spammen wir hier mal ein bisschen. Ah. Da kommen wir her. Ah, jetzt wollte ich die falsche Taste. Da habe ich lieber diesen Sprint hier. Da habe ich persönlich. Ich persönlich habe da mehr von. So viel Heal gerade eben? Ah, 7k heilt das Ding ja. Ach so, stimmt, ich hab ja. Wieso habe ich das wie hinten abbekommen? Och, Blizzard, was Quatsch! Das geht nur bis dahin! Dämlich! Dafür pushe ich jetzt Heilmeter, so. Jetzt bin ich sauer. Ich kann hier kaum heilen. Das muss günstiger sein. Sorry, Blizzard. Das Ding heilt doch nicht so viel. Es kann doch nicht sein, dass ich hier. Was ist denn das für ein Support, wenn ich niemanden heilen kann damit? Das kapiere ich echt nicht. Was ist denn das für ein Support, wenn ich nicht großartig was heilen kann? Das wird sofort. Da kommt sofort Damage drauf und dann ist das weg. Ja, das war's dann. Ja, jetzt hätte ich die Bombe nehmen können, aber ja. Also, sorry. Es ist sehr merkwürdig, was Blizzard sich da vorstellt. Vom Damage her komme ich ja auch nur unbedingt hoch. Habe ich denn da 33 Millionen und die alles ist über 90 Millionen. 53. Halt die DKs, ne? Das sieht man ja auch direkt. Ja, natürlich. Mach dich mal gut. Aber wieso kann ich jetzt hier nicht raus? Ah, wie dumm. Ich habe Hand der Freiheit an. Oh, Blizzard. Ja, ich bin gerade am Motzen. Sorry, aber das sind einfach. Das ist Quatsch. Komm her, jetzt bist du fällig. Tank, oder? Ich komme ja. Nö, komm nicht. Nur mal. Das ist ja die Hälfte auch viel wahrscheinlich. Ja. Also, die ersten drei sind DKs. Der eine davon so dezent mit 102 Millionen. Ach, Blizzard, das sind wahrscheinlich alles unholy DKs. Was ist mit unserem DK? Ja, das ist ein unholy. Abseits von. Jenseits von Gut und Böse, sorry. Nee, ganz ehrlich.
ich gucke jetzt alte Sachen und dann werde ich Schluss machen. Das Moment ärgert es mich einfach ziemlich, weil es wirklich irgendwie Quatsch ist. Hier, 8 Millionen, fast 9 Millionen nur Lichtblitzen. Das ist out of. Das halt nicht während ich im Kampf bin. Das geht ja gar nicht. Ich habe ja kein Instant oder so. Das ist halt so, weil es so viele geheilt hat. Also. Immerhin. Großer Segen der Könige, ne? Über 2 Millionen. 10%. So, und bei mir. Selber. Fast 18%. Also nur, weil das halt ja nur mich. Also, Schild, ne? Da muss definitiv noch was passieren. Gut, okay. Ich werde dann jetzt den Stream beenden. Ja, genau eine Stunde. Ey, mich ärgert es gerade im Moment. Also das hat nichts mit euch zu tun, oder weil ich keine Lust habe, sondern mich also keine Lust mehr, weil das ist einfach irgendwie Quatsch. Keine Ahnung. Das sind wieder so viele Dinge, die total unkomisch sind. Und das ist, im Moment ist es eigentlich so gefühlt am schlimmsten, weil es wird wirklich Zeugs gepoppt und dann ist das Thema erledigt. Naja, gut, okay. Ich werde aber die Tage doch nochmal gucken, dass ich weiter den Stream anschalte und vielleicht nochmal selbst so ein bisschen rumprobiere. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, natürlich in dem Fall auf Twitter oder Facebook. Den Stream wird es jetzt hier zum Anschauen geben und wahrscheinlich dann auch demnächst auf YouTube nochmal. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und ja, naja, sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss!